Der größte Fehler, den du eigentlich in der heutigen Zeit machen kannst, ist nach Perfektion zu suchen. Und zwar auf Social Media, bei Instagram, bei TikTok. Perfektion ist eine Illusion. Das, was du hast, ist bereits perfekt. Dankbarkeit ist ein super wichtiger menschlicher Skill. Denn dankbar ist nicht, wer glücklich ist, sondern glücklich ist, wer dankbar ist. Ein Gedanke. Pro-Tipp. Gehe niemals zu jemandem zurück, vor dem dich das Universum schon gerettet hat. Das wäre nämlich ziemlich dämlich. Ich höre immer wieder Eltern sagen, ich würde für mein Kind sterben. Aber mal ganz ehrlich, würdest du auch für dein Kind leben? Also dich um deine mentale und körperliche Unversehrtheit kümmern, um ein langes Leben zu haben? Ich denke, am Ende ist es genau das, was wichtig ist. Wertschätzung im Alltag ist super selten geworden und eigentlich ist es doch so, wer die kleinen Dinge im Leben schätzt, der hat das Leben verstanden. Ein Gedanke. Eine weise Frau packte mal ihre Sachen und meinte nur, diese verfickte Scheiße wird nicht meine Geschichte. Und danach lebte sie glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Denk mal drüber nach. Das Problem ist nicht das Problem, sondern die Masse an Gedanken, die wir mit dem Problem verschwenden. Lass genau da los und sei frei. Und du wirst sehen, das Problem wird viel leichter zu lösen sein. Sei mit jemand zusammen, der 6 Stunden fahren würde, nur um eine mit dir zusammen zu sein. Nur weil man alleine durch sein Leben gehen will, ist man nicht gleich unsozial. Vielleicht hat man auch einfach nur keine Lust mehr auf Drama und falsche Menschen. Du kannst es nicht, aber vor allem musst du es auch nicht jedem recht machen. Wenn du deine Meinung frei äußerst, dann ist das kein Problem. Wenn du dich kleidest, wie du dich kleiden möchtest, dann ist das kein Problem. Zwischen dir und deinem Glück sollte kein anderer Mensch stehen. Wenn du dich mit jemandem streitest und der dampft wütend ab, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser Mensch wiederkommen wird. Solltest du dich aber mit jemandem streiten und der geht lächelnd weg, dann kannst du dir sicher sein, der wird nicht wiederkommen. Wenn dir mal dein Herz gebrochen wurde, dann hör mir nur ganz kurz zu, das wird dich vielleicht ein bisschen motivieren. Ich habe letztens einen Satz gelesen, der lautet folgendermaßen. Irgendwann wird ein Mensch in dein Leben treten, der dir zeigen wird, dass mit dir nie etwas falsch war. Und ich finde diesen Satz einfach so schön, weil er einfach der Wahrheit entspricht. Irgendwann wird dieser eine richtige Mensch kommen, der dich lieben wird und der dich schätzen wird. Du darfst einfach nicht aufgeben. Seht ihr das? Ihr kriegt Nachrichten auf euer Handy, Snapchat, WhatsApp, Insta und all dieses ganze Zeug. Und es juckt euch eigentlich nicht wirklich. Also ihr kriegt diese Nachrichten und denkt euch, ja okay, aber juckt nicht. Und plötzlich lernt ihr eine Person kennen und dann schaut ihr nur noch auf euer Handy, um eigentlich zu sehen, ob sich diese Person bei euch gemeldet hat. All diese anderen Nachrichten von Snapchat, Insta und so sind alle gar nicht mehr so wichtig, weil ihr wollt, dass diese eine Person schreibt. Eines Tages wirst du begreifen, dass jeder Schmerz, jede Enttäuschung, jede Niederlage, jeder Vertrauensbruch nötig war, um die beste, stärkste und klügste Version deiner selbst erschaffen zu können. Ein Gedanke. Egal wie oft du die Vergangenheit aufsuchst, es gibt nichts Neues zu sehen. Denk dran. Vertrauen ist sehr zerbrechlich. Wenn es da ist, ist wirklich alles möglich zwischen Menschen. Aber falls nicht oder schlimmer noch, wenn ein Vertrauensverhältnis zerstört wird, dann gibt es keinen größeren Verrat. Tag für Tag ändert sich nichts. Doch wenn du zurückschaust, ist alles anders. Schon verrückt, was ein Jahr mit einem Menschen machen kann. Manchmal ist das Schwierigste nicht das Loslassen, sondern zu lernen, von vorn anzufangen. Ein Gedanke. Hör auf zu erwarten, dass Veränderung einfach ist. Und dann ist Veränderung einfach. Lieber Papa, ich weiß, dass ich manchmal kein leichtes Kind bin, oft Fehler mache und dass es mit mir nicht immer leicht ist. Dennoch hoffe ich, dass du trotzdem stolz auf mich bist. Ich werde versuchen, all deine Wünsche zu erfüllen, denn das hast du bei mir auch immer versucht. Ich möchte nur, dass du das weißt.
Ich liebe dich über alles. Vergiss das nicht.